Du wirst finden, dass den Gläubigen die am gewogensten sind, die sagen, wir sind Christen. Das ist so, weil sie Priester und Mönche haben und weil sie nicht hochmütig sind. So lesen wir in der 5. Sure des Koran. Es ist vielleicht ganz gut, gerade heute an diesem Tag, sich dieses Wortes zu erinnern, da wir Zeugen werden einer sich verschlimmernden Situation. Heute Morgen im Nordwesten Frankreichs, in Rouen, Menschen während der Messe als Geisel genommen. Nach einer Stunde ist dem Priester die Kehle durchgeschnitten. Über 80, fast 60 Jahre Priester, eine Nonne lebensgefährlich verletzt. Die Geiselnehmer, die sich als IS-Leute zu erkennen geben, erschossen von der Polizei. Du wirst finden, dass den Gläubigen die am gewogensten sind, die sagen, wir sind Christen. Das ist so, weil sie Priester und Mönche haben und weil sie nicht hochmütig sind. Dieses schreckliche Geschehen am Tag, da wir Joachim und Anna feiern, die Eltern der allerseligsten Jungfrau. An dem Tag, an dem wir diese tränenreiche Lesung aus Jeremia hören und die Erklärung des Gleichnisses vom Unkraut im Acker. Welch ein Zusammentreffen. Auch Joachim und Anna, so erzählt es uns das Protoevangelium des Jakobus, eine apokryphe Schrift vom Ende des 2. Jahrhunderts, geschieht massives Unrecht. Joachim, der immer mehr opfert im Tempel, als er muss, weil er ein reicher Mann ist und gottesfürchtig, wird aus seiner eigenen Sippe verspottet und sagt, du hast gar nicht das Recht, irgendein Opfer darzubringen, du hast noch nicht einmal für Kinder gesorgt. Er zieht sich daraufhin in die Wüste zurück. Er fastet. Er will mit sich und mit Gott ins Reine kommen. Seiner Frau Anna geschieht das Gleiche. Sie wird von der eigenen Sklavin, von der eigenen Magd verspottet. Du, was willst du mir denn schon sagen? Du kriegst noch nicht mal Kinder. Anna ist von Gram erfüllt und flüchtet ins Gebet. Keine Gewalt, keine Machtdemonstration in der Sippe oder den Angestellten gegenüber, sondern Fasten und Gebet. Das ist so, lesen wir im Koran, weil sie Mönche und Priester haben, weil sie fasten und beten. Ob uns durch die beiden Heiligen dieses Tages das noch einmal neu heute nach diesem schrecklichen Geschehen ins Stammbuch geschrieben wird, dass unsere Selbstbehauptung als Christen genau darin passiert und darin klar wird, indem wir uns unserer eigenen Handschrift erinnern, dass es nicht unsere Aufgabe ist, das Unkraut mit dem Weizen auszureißen, sondern zu warten bis zur großen Ernte am Ende der Welt. Wir haben nicht zu richten. Und der Erzbischof von Rouen hat vollkommen recht, wenn er sagt, die einzige Waffe der Christen ist das Gebet, ist die Gewaltlosigkeit und die Liebe zu allen Menschen, selbst zu den Feinden. Das mag uns heute ein wenig schwer kommen, aber genau dann, wenn es besonders schwer ist, ist es besonders richtig, wie es immer richtig ist, oder es wäre immer falsch. Das ist so, weil sie Mönche und Priester haben. Das ist die Spur, die wir in unserer eigenen Kirche, die so verweichlicht ist und so labberig daherkommt, fast verlieren. Dass das die wichtigen Dinge sind, auf die wir achten müssen, weil wir deshalb sogar von unseren Feinden Hochschätzung erfahren. Wie sehr müssten wir wieder dahin finden? Das Einzige, was wir tun können, um dieser Grausamkeit Einhalt zu gebieten und zu wissen, wir sind ganz im Einklang mit dem Wort und Willen Jesu.